Herzlich willkommen. So Leute, heute geht es mal wieder um Nintendo. Und Tada! zwar hat der Benny Black gefragt: Hey Jens, schon was bestellt bei Nintendo? Kannst du eventuell ein Video machen vom Bestellen? Hab seit 3 Tagen eine Bewerbung beantragt, aber nichts passiert. Kann auch sein, dass ich das Prinzip nicht verstehe. Ich bin mir sicher, dass deine Frage hier gelöst wird in dem Video. Ich habe mich auch mal kurz noch vor dem Video mal belesen. So eine Bewerbung oder was hast du? Ja, so eine Bewerbung kann wohl bis zu mehreren Wochen dauern. Also Geduld steht hier an der Tagesordnung. Aber ich nehme an, sobald du im Rang steigst, sobald du ganz viele Sterne gesammelt hast, wird die Bewerbung auch viel schneller verlaufen. Ja. Alles weitere, ich will jetzt nicht zu viel verraten, alles weitere jetzt auf meinen Laptop. Und Leute, ich sag's jetzt schon mal, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. So, als erstes wollen wir einmal unsere Bankdaten angeben. Damit wir überhaupt was bestellen können, müssen wir diese angeben. Dazu gehen wir hier auf Einstellungen, scrollen ein wenig runter und kommen dann hierhin bis zu Erstattungen. Und ich gebe jetzt hier mal meine PayPal-Adresse an und IBAN und SWIFT. Und dann speichere ich das Ganze. Genau, jetzt haben wir das erstmal erledigt. Ich habe jetzt also meine Bankdaten eingegeben und jetzt gucken wir natürlich uns mal Produktdeals an. So, einmal kann man hier nach Kampagnen suchen, dann kann man hier Kategorien auswählen. Also gibt hier sehr viele Kategorien auszuwählen, ja. Dann Kampagnentypen nach Geld quasi geordnet, ja. Kampagnenziele, Bewertung oder Verkäufe, Tada! Rückerstattungen, Lutendo oder Händler und Rabatte kann man hier auch noch ordnen und Cashback Score auch. So, ich habe mir hier natürlich schon ein bisschen was rausgesucht. Genau hier die Grillmatte. Dann klickt man hier auf Kampagne bewerben, klickt man drauf, zack, so. Also, was wollten wir noch hier? Warum mietet nicht? Was ist hier los? Also, ich verstehe jetzt nicht, warum es nicht geht. Ich lade die Seite einfach noch einmal neu. Dann gehe ich auf Kategorien. Dürfte ja irgendwo bei Lebensmittelgeschäft zu finden sein. So, hier ist es. Stadux ausstehend. Und dann wollten wir noch. Genau, hier ISO-Getränkepulver. Ich kopiere mir das jetzt einmal, weil wenn ich hier die Seite aktualisiere, dann ist es auf einmal weg, ja. Also, wenn ich weiß, wie die Kampagne ist, dann brauche ich es ja eigentlich nur hier einmal eingeben. Auf Suchen, ja, da ist es und schon können wir hier auf Kampagnen bewerben klicken. Jetzt habe ich auf Prepaid Kampagnen bewerben geklickt. Bitte aufmerksam lesen, Prepaid Kampagnen Bedingungen. Für mich wäre jetzt wichtig, in Prepaid Kampagnen werden verifizierten Testern 80% der Produktkosten bereits vor dem Kauf von Nintendo via Banküberweisung ausgezahlt. So, und hier unten steht, die restlichen 20% des rabattierten Produktpreises werden nach Abschluss der Kampagne nicht ausbezahlt, um Nintendo und die Händler vor Missbrauch des Prepaid-Systems zu schützen. Wenn dies nicht gewünscht ist, bitte die Cashback-Option nutzen. Das machen wir. Wir benutzen die Cashback-Funktion. Also ich benutze jetzt die Cashback-Funktion. So, jetzt habe ich mich einmal auf drei Sachen beworben. Ja, und die kann man dann genau hier unten sehen. Hier sieht man die, also ich warte jetzt. Und sobald dann der Händler sagt, jo, du darfst es,
jetzt kaufen, dann kann ich loslegen. Vorher noch nicht. So, in der Zwischenzeit können wir uns ja mal angucken, was Social Deals sind. Also man kann hier wohl Google-Bewertungen abgeben. Schauen wir mal, was wir da so haben. Nintendo YouTube-Kampagne. Mal gucken. Erstelle ein YouTube-Video zu Nintendo und erhalte eines der folgenden Top-Preise. Ja, ich habe ja bereits ein Video gemacht. Dann bewerbe ich mich mal auf die Kampagne. Also das ist ein bisschen schade. Ja, dass man sich hier halt erstmal bewerben muss. Und dann erst richtig anfangen kann. Ja, ich muss jetzt halt warten. Na, schauen, wie lange es dauert. Ich hoffe, spätestens morgen ist es denn soweit, dass ich hier mal anfangen kann, das erste zu bestellen. Dann muss ich ja noch mal 2, 3 Tage warten. Aber also die Rabattierung ist schon echt der Hammer. Ja, 17,95, hier 19,90. Hier auch 19,90. Ja, wie ihr gesehen habt, ich darf jetzt halt warten. Wie schon mal am Anfang des Videos gesagt, kann es jetzt 14 Tage dauern, 3 Wochen, 4 Wochen. Wir werden sehen. Ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden. Jetzt auch direkt hier unter dem Video in den Kommentaren werdet ihr dann sehen, wie lange ich denn gewartet habe. Und dem nachfolgend spätestens eine Woche später oder schon am selben Tag kommt dann direkt auch ein Video wieder raus. Ja, und deswegen abonnieren, Leute. Die 4 von 5 Sterne aus dem vorherigen Video, die bleiben. Ja, gut, dann haut drin. Seid gespannt auf die nächsten Videos, ja. Bis demnächst.